an diesem Binnenhof gesäitet Schaufel aus. Wie a ganz vielen anderen Binnenhof donnetten am Grund. Aber es könnte sich ein paar Ideen aufhalten lassen wie die Hai. Und so könnte ihr mal einmal sehen, wann es restauriert wird. Und auch Bannenan gibt es Möglichkeiten, aber es müssen auch finanziell und materiell Möglichkeiten geschaffen werden, für das zu realisieren. An Platz von der Hasteschmielen gauf eine andere Idee abgezeichnet. Sie sieht so aus. Ihr seid hier am Grund geboren. Was ist der Unterschied von früher auf von Haut? Also der Unterschied von früher auf Haut, das ist, wie ich für 13 Jahre nach hier am Grund an die Schule ging. Da war nach alles ziemlich mit Lützebäuer besät, was Haut. Ich nicht mehr so, das heißt, all meine Kollegen, die mit mir an die Schule ging, die haben den Grund verlos, weil sie einfach keine Zukunft mehr hatten. Das heißt, also hier Wohnungen, die sind so lamentabel gehen, dass sie einfach zu wenig gegangen sind. Sie haben lieber ein bisschen mehr bezahlt und sie haben wenigstens das Minimum gehabt von dem, was sie hier hatten. Das heißt, sie hatten hier gut nicht und dafür sind sie rausgegangen. Was ist denn nur der Unterschied oder wie ist der Prozentsatz zwischen den Lützebäuer und den Ausländern? Ja, der Prozentsatz von früher, also auf Haut, das ist immens changiert. Das heißt, früher waren Lützebäuer immer in der Majorität hat. Und heute ist das höchste Kontra. Also heute rechnen wir, dass wir 900 Ausländer haben und 300 Lützebäuer. Fanden Sie, dass das ein gesundes Verhältnis ist? Ja, ich meine nicht, dass das kein gesundes Verhältnis ist, weil da, wo immer ganz viele Leute sind, also das heißt, mit den Ausländern gesehen, das bringt immer Probleme mit sich, dass die Wohnungen, dass die Leute an die Wohnungen herangesetzt gehen. Und dass die dann in einem unmöglichen Zustand leben. Und bei den Lützebäuer geht das dann auch genau dasselbe. Wenn ich zum Beispiel Givelo an so einen Haver angucken, und das sehen wir ja im Film, da ist eine Toilette, für wie viele Leute hast du gedacht? Ja, die Toiletten, also das ist, das da sind da drei, do, und da ist eng, die ist in einem Zustand, die sieht ja dann, und die eine, das sind für 18 Familien, das sind quasi 60 Leute, die dann auf die Toilette gehen. Auch Verkehrsprobleme stehen un. Es ist ganz klar, dass hier etwas muss gemäht gehen, aber wie, das ist ein anderer froh. Und einfach geht es auch nicht. Weil wenn in engerseits will der Verkehr im Läden, dann muss auch Bausubstanz geopfert gehen. An dieser Bausubstanz aber geht es auch nach Elementen, wie zum Beispiel die Skulptur, die da wert sind, dass sie heil bleiben. Du hast die Impression, dass das Kehr mit all dem, was du hier rundherum gewissen geht, was gemäht geht, und mit all den Projekten, die dort sind, du hast die Impression, dass das Kehr wirklich etwas geschieht? Ja, also, wir haben aber schließlich genug, wie auf Grüne seht, fest genug auf Trom geschlagen, für das Leid mal wirklich auf aufmerksam gehen, dass wir nicht immer wie ein Tisch am Grund wohnt. Der Rabbi, wir wollen noch weisen, dass wir die Lützebäuer, die nach Hause sind, dass wir auch gerne Wohnungen hätten und dass wir auch gerne gegen proper wohnen. Und ich meine, wir haben Leute, also die öffentlichen Instanzen, die so gut wie wir haben, darauf zu kommen. Was früher mal nicht der Fall war. Wir haben nur den Fall, dass die Gemeinde hier Häuser aufhängt, an drei zu machen. Wir haben fertig gesprochen, dass die Erl-Windschule an drei gemacht wird. Also ich meine, das ist schon ein Zeichen, dass die öffentlichen Instanzen gewillt sind, für hier etwas zu machen. Viel bleibt noch zu machen. Und wenn ein neues Leben braucht an unserer Vierstadt, oder wenn eine Vierstadt das braucht, dann ist es der Grund.